Servus Leute und willkommen zurück bei Sonic and All-Star Racing Transformed. Ja, im letzten Part habe ich leider den Part zum zweiten Mal gemacht beim Eisiges Land. Heute allerdings ist es wieder blind und mein Aufnahmeprogramm geht, so wie ich das schon wieder sehe. Also es müsste passen. Ja, ich beginne einfach mal ganz normal wie üblich. Ja, im letzten Part habe ich die Eisiges Land eigentlich begonnen, weitergemacht. Ihr habt auch gesehen, wie arschknapp das manchmal war. Ein Charakter habe ich freigeschalten. Und halt will ich mal das Ringrennen versuchen. Schlangenflug. Strecke mittelschwer. Du verlierst geringe oder du verlierst Zeit. Passiere jeden Checkpoint, um zu gewinnen. Ich nehme einfach mal Mittel. Und ich spiele mit. Komm. Ich gebe es euch heute einfach mal. Ich gebe euch heute Amigo. Irgendwie macht es mich jetzt gerade an. Ich weiß nicht wieso, aber ich nehme ihn jetzt einfach mal. So, dann schauen wir doch mal, wie gut der sich fliegen lässt. Sagen wir es mal so. Weil fahren tun bestimmt nicht. Ja. So, also das sind die Ringe. Ah, ne, oder? Ah, genau, oder so viel ist es. Turbo hinzugefügt, okay? Einfach ein Turbo, wenn es so eine lange Strecke ist. Okay. Das ist eigentlich nur ein bisschen rumfliegen. Turbo hinzugefügt, was hat das jetzt für einen Sinn, nicht da? Bist du? Hölle. Wow. Ah, okay, es reicht gerade so von der Seite. Ja. Toll. Habe ich mir halber denkt, dass ich das jetzt nicht so ganz easy hinkriege. Da ist Max Checkpoint, dass das schafft. Den Checkpoint, ja gut, das geht ja noch. Checkpoint. Was zur Hölle geht jetzt ab? Wow. Ich will jetzt mal einen Triffflug versuchen. Einfach mal so. Was zur Hölle? Ja gut. Kannst auch gerade so den Ring streifen, also das ist auch möglich. Finde ich gut, weil ich das Loch jetzt nicht so ganz getroffen habe und ich das ja auch im Grand Prix nicht wirklich gemacht habe, um die rechnende Zeit, glaube ich, gar nicht mehr. Ach, das ist auch der letzte Checkpoint. Wie ja schon im letzten Part habe ich ja mit Nacke seine Zeit hingelegt, wo es sehr knapp war. Und irgendwie war das schon wieder verdammt knapp. Ich habe die Null schon jetzt ewig lang gesehen, aber ich war trotzdem im Ziel. Wie auch immer ich das jetzt hingebracht habe, es hat geklappt. Finde ich cool, dass es das gleich mal so ganz arschknapp beginnt. Freue mich ja schon auf die nächsten drin. So, dann lass mich bitte schauen. Welle ein Ereignis. Okay, was bist du? Bist ein normales Ring auf Shinobi. Dann haben wir hier oben, da muss ich das Tor öffnen. Ja, das muss ich wieder öffnen. Das speichert es nicht, wenn ich da nicht reingegangen bin. Die Schneeschlacht. Komm, fahr einfach die Schneeschlacht. Ziehen ihn rein und das tut durch. Denk mal, das würde ich hinbringen. Knuckles, wo bist du? Hi. Jetzt, Geschwindigkeit, das muss Handling weg. Turbo ist Beschleunigung weg, habe ich mir irgendwie so gedacht. Beschleunigung ist Turbo weg. Ja, Beschleunigung wäre sogar Geschwindigkeit, nur der Turbo ist weg. Nein, geht 3, 3, 3. Alles 3 und außer 1. Beschleunigung wäre 3, 4. Ja, 1 Beschleunigung mehr, dafür habe Turbo 1 weniger. Irgendwie gefällt mir das nicht so ganz. Ist zwar schön und gut, wenn ich eine Beschleunigung drin habe. Auch Höchstgeschwindigkeit, aber da zieht es mir halt übelst Handling weg. Nee, ich bleib bei. Komm, ich bleib bei Standard. Das, ich gebe mir das nicht. Ihr wisst ja, wie ich schon im letzten Part gesagt habe, ist es nicht mein Fall, wenn das Handling nicht passt. Sollte ausgeglichen und sein und das ist halt bei Knuckles bei Standard halt. Aus dem Grund bleibe ich ganz einfach normal. Außer ihr wollt so welche sehen, wie das anders wäre, wie ich da dann fehle oder so, vielleicht mache ich das ja mal. Aber momentan nicht wirklich.
Billy Thatcher. Ach, das war die Strecke. Okay. 3, 2, 1. So war es jetzt schön. Der erste hätte ja auch noch einen Turbo-Start hinbringen können. Genau, das war nicht. Hier und so fahren und dann fahren sie alle da drin sein. Ja, ist dann wirklich einmal irgendwie klar. Ich bin jetzt mal 10. Naja, wie das schon ist, hol ich immer schön von hinten auf. Wunderbar, danke für die Münze. Und bei den Münze, danke schön, sehr schön. Danke für die Münze. Der war fast wohl, der war jetzt episch. Transform Turbo. Na gut, im Wasser ist die Lenkung zwar nicht so ganz, aber egal. Weiß ich, hab sogar getroffen, wo. Verdammt, mein Stunt wurde fehlgeschlagen. Naja, egal. Oh, das war das hier genau. Das war hier meine Kurve, wo ich nicht so ganz hingekriegt habe. Ja, ich fahr ganz normal oben rum. Ich wollte mal die letzte Runde noch gucken, wie das unten rum ausschaut. Aber irgendwie, hey, es ist eine Drohne, wo nicht auf mich geht. Westmalarm, yeah. Schieß mich mal wieder ab. So. Es läuft schon mal richtig gut. So, nach links will ich auch rücken, genau. Fällt mir gerade so auf. Der hat mich jetzt abgeschossen. Auf von hinten raus. Hallo, Feuerwehr! Hey, ich wollte gerade sagen, ich habe die Kurve mal ohne Probleme gemeistert. Doch irgendwie. Nee, nicht wirklich. Schauen wir mal, wie es unten aussieht. Das ist eigentlich nur die Chance, wo ich hier verpasse, allerdings. Wie kann ich den Turbo mitnehmen? Was zur Hölle? Ich sollte vielleicht aufpassen. Oh, ich habe einen Schwarm. Gefällt mir. Aber ich bin Dritter und ich will hier aber allerdings normalerweise schon ein bisschen höher sein. Kugelfisch. Bam! Schade. So, hep. Was zu los? Hi, Metasonic. Ich will dich gerade mit voll ein Beispiel ist. Egal, auf diesen Stunt kann ich gerade nicht kurz kacken. Allerdings nicht auf das hier. Oh verdammt, ich glaube, ich habe das voll verkackt, oder? Das war das erste Mal, dass ich hier verkackt habe in einem Spiel bei Mittel, vor allem in einem Rennen. Ich hätte doch nicht oben rum sollen. Naja, egal. Gescheitert, nur weil das Ergebnis 4 war. Okay, na gut, dann eben nicht. Machen wir es halt noch einmal, gibt es halt zweimal dieses Ding. Egal, ich hoffe, das stört euch nicht, dass ich jetzt zum zweiten Mal spiele und ihr habt trotzdem Spaß dabei. Nein, jetzt soll es nicht so blöd in die Gegend. Hallöchen. Turbo THX Feuerwerk. Na, ich wollte doch schon wieder auf. Bin ja schon fast 3. Na, Platz 2.
Bam! Geht die Drohne nach vorne. Ausgewichen, toll. So. Oh Mann, ich bin schlecht. Ups, das war dann doch zu spät. Die Rolle ausgeführt, egal. Ja, irgendwie habe ich das mit der Kurve ab und zu mal. Aber dann noch halt auch nicht. Egal, ich habe meinen Spaß. So, jetzt schauen wir mal, dass ich dieses Rennen ohne Probleme hier meistern werde. Gib mal bitte den Schuss Level 3. Danke. Und zwar jetzt los, dass wir direkt von dem Schwanken. Geht der eh auf die erste. Ich eh, Made House von Höhe. Ich bin Stufe und Hopfer. Hallo? So. Nehmen die Münze mit. Kann man schön brauchen nach dem Grand Prix. Hey, du nicht auf Pet. Ich bin schneller wie du. Wenn ich mein Turbo nicht ausfüllen kann. Aber. Cool. Den nehme ich doch gleich mal. Scheiße, cool. All-Star. Jetzt hört er auf, jetzt hört er auf. Genau jetzt. Wusste ich so. Hallo? Ich fahre gerade mit dem Robo weiter. Hallo? Leute! Irgendwie. Also ich bin im Allstar zwar rausgefahren, aber irgendwie hat es jetzt nicht so ganz geklappt mit dem Transformieren wieder. Warum auch immer. Ich kann es mir gerade selber nicht erklären. Vielleicht könnt ihr mir ja in den Kommentaren reinschreiben, wo ich was verpasst habe. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich das nicht geschafft habe. Also geht's einfach weiter. Nicht da rein, sondern da ins Rennen. Weil ich halt dieses Rennen mache. Aber hi, ich will jetzt mit Denisha Patrick spielen. Und zwar Shinobi. So. Dann schauen wir mal. Jo, die Strecke kenne ich nicht, ich habe schon lange nicht mehr gefahren. 3, 2, 1. Ja gut, hier ist ein Turbo. Das gefällt mir doch schon besser. Mann. Treffer, oder? Ach, das ist ja schon gut. Na, 13. Das hier. Und zwar das hier. Hey cool, ich bin sogar Zweiter. Wie oft mache ich noch ein Feuerwerk? Also ich bringe hier gerade ohne Probleme die Dreifachfassrolle hin. Dann würde es mich sogar interessieren, ob ich sogar hier eine größere Fassrolle hinbringe. Das müsste ich jetzt noch einmal gucken, ob das funktioniert. So. Dumm, die sind noch welchen weg. Einfach mal nach hinten. So, ich wollte gar nichts machen wollen. Und dann hier.
So. Nach hinten. Und hä. Okay. Ja, mit dem Eisbruch war ich gleich mal. Oh, das klappt doch wie am Schneefeld. Also das jetzt nicht wirklich. Aber das wird das hier. So. Einfach mal hinten feuern. Oh, das geht da gar nicht. Okay. Handschuhe. Knuckles ist hinter mir. Ein BD Joe ist noch mehr da. Fällt mir ja schon fast auf. Definitiv nicht mehr. Ich sollte da warten, ich sollte da nicht diese fasslöschen Feuer ausführen. Egal. Das muss ich jetzt alles schön testen. Gibt einen Bienenschwarm. Schwarm ausgewichen. So, mal Handschuhe. Fahrt rum. Der war jetzt episch. Meine eigene Drohne, muss ich schon sagen. Mein eigenes Feuerwerk. Ups, jetzt habe ich vergessen, ein Ding zu machen. So. Egal. So. Was zur Hölle ist, ich sehe so viele Kugelfische die ganze Zeit. Dann rechts rum. Dann links rum, rechts rum. Oh, das war jetzt nicht geplant. Okay. Schade. Auch nicht getroffen, auch schade. Hier darf ich nicht einsetzen, dann habe ich Och nö, geht mir doch bitte aus dem Weg. So. Ja, pauschal noch reintriften, damit war es das hier sogar schon. Ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren, deswegen war das Commentary ein bisschen weniger und ich bin auch erst vom Arbeiten heimgekommen. Bin ja wieder nachts heimgekommen. Und da ja heute Samstag ist, habe ich schon gestern Abend anfangen müssen. Ja. Wie lange geht mein Part schon? Ach, der geht schon ein bisschen. Naja, der hat ein Level aufgestiegen. Das ist cool. Gut, gut, gut. Wunderbar. Dann machen wir mal weiter. Flugzeuge sind schneller als Autos oder Boote. Verwandelt sich so früh wie möglich in ein Flugzeug. Aha, auch ein guter Tipp. Oben? Unten. Kampfrennen. Neon K.O. Nee, die Strecke fahre ich definitiv nicht. Oh, nein, nein. Ich muss oben rum. Ich muss oben rum. Da oben ist Shadow. Ich sehe ihn doch schon. Ich gehe oben rum. Leute, ich gehe hier oben rein. Ich gehe, machen wir nochmal das Level hier. Bitte dann aber als Mittel. Und zwar Hallo Knuckles. Boah, ich will Shadow, Mann. Ich will wissen, wie Shadow gut fährt. Ja, ich bin so eher bei Sonic-Fans immer der Shadow-Fan. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie gefällt mir Shadow am besten. Habe ich bei schon vielen Sonic-Spielen eigentlich schon, wo Shadow dabei war, hatte ich immer Shadow. Scheißegal. Und ich weiß auch warum, wer mir am besten gefällt. Und wenn ich das jetzt schon sehe, dass ich hier Shadow bekomme, muss ich das testen. Sorry, Leute. 3, 2, 1. Nein, ich wollte doch einfach mal einen Mega-Turbo. Egal. Ich wollte mal wissen, wie der Turbo ist. So, ich gehe gleich unten und das ist mir jetzt im Endeffekt egal. Ich will dieses Rennen nur gewinnen, dass ich dann im nächsten Part weitermachen kann mit, dass ich dann Richtung Shadow gehe. Und ich will Shadow. Definitiv. Das war der falsche, wo ich verwischt habe, aber egal. So, hi Leute. So, jetzt heißt es anstrengend. Jetzt muss ich hier wirklich gewinnen.
Scheißegal. Ich darf nicht verlieren. Ja, klar. Was? Doppelfreezing oder was? Oder war das nur zwei Schüsse? Ah, das ist ein Feuerwerk. Ist cool. So, links, rechts, links. Gehen wir mal wieder zum Weg. Ja genau, da bin ich ja nennen sie ganz komisch irgendwie mit dem Hobo noch gefahren. Ich weiß immer noch nicht warum. Mir fällt es nicht auf. Ich bin fast so schnell wie meine Drohne. Ah, ich habe noch mal eine. Fällt mir gar nicht aufgefallen. Hoi. Cool, cool, cool. Hätte vielleicht einen Turbo einsetzen sollen, gerade eben. Einfach nur gewinnen. Einfach nur gewinnen. Scheißegal, lass mich nur Dritter werden. Ist egal wie, nur Dritter. So, sogar den Schwarm ausgewichen. Wieso hast du mir das jetzt nicht angenommen? Hallo? Git? Ist ein Bötchen hinter mir. Feuerwerk. Bis zur Hölle! Ich habe einen langen Schuss gemacht. Ist auch cool. Wo auch immer. Würde ich mal weggehen, Ralf. Dann schieße ich den Arsch. Komm, einen Level noch. Cool, jetzt setze ich den aus. Da muss ich auch ein. Komme ich ein bisschen schneller voran. Ich weiß zwar nicht, wieso das hier so ist. Aber egal. Sehr schön. Ist das hier nicht Alex Kidd? Der hockt sogar die ganze Zeit auf dem 10. Platz. Ist auch gut. Hi, Amigo. So. Ja, bin Zweiter. Egal. Vor Ralf. Wie? Ulala. Und den allen. Es hat mir gereicht. Ich habe endlich dieses Rennen bestanden. Boah, Mann, bin ich froh. Rainer Kurz. Ja, ja. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Weiter. Wir wissen, was mich da so für ein Rennen noch weiterhin erwartet. Ich habe Angst, dass jetzt was ganz Böses kommt. Nein, es wird schon nichts Böses kommen. Duell am Strand und danach kriege ich Shadow. Okay, ich habe 99 Marken, ich sollte mal was einsetzen. Nochmal drehen, noch drehen, nochmal drehen, drehen, nochmal drehen, drehen. Versuch dein Glück. Starte das nächste Ereignis mit einem Turbo-Start. Finde ich cool. Also, ihr wisst, was ihr beim nächsten Mal uns erwartet. Und zwar hier ein Versus-Rennen. Ich werde es jetzt nicht mehr dranhängen. Das gebe ich mir dann für den nächsten Part als Anfang mit einem neuen Charakter. Ja, wie ich es gerade eben sehe, braucht der 35 Stunden und ich habe 30. Ich glaube, ich sollte noch hier ein Rennen machen und da noch ein Rennen. Und dann bekomme ich meine Sterne zusammen, also 2, 2 sind 4 und oben gibt es noch ein Rennen, das heißt hier bekommt auch noch 2, da habe ich 36 und ich habe Shadow, der Shadow, der Schatten
Nennt's wie ihr wollt. Nennt ihn wie ihr wollt. Ich nenne ihn Shadow. Shadow Sonic. Ja, und damit war es wieder mit diesem Part. Es geht zu Ende. Es geht zur Neige. Und ich hoffe, euch hat dieses Let's Play mal wieder gefallen. Na, bis gerade diese Part gefallen. Ja, Leute, also macht's gut. Bis dann. Und tschaußen.